Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Also, da fange ich an. Ja, mein Name ist Ralf Ostermeier. Ich komme von Drittenheim und meine Grillpartnerin ist in dem Fall nicht meine Ehefrau, sondern befreundetes Ehepaar von uns, die Alexa. Ja, wir haben uns einfach ganz spontan entschieden mitzumachen, weil wir die Zeitungsannonce gelesen haben und weil wir halt eben Spaß am Grillen haben und gerne gut essen und trinken. Mein Name ist Alexa Schaubs. Ja, ich bin mit dem Ralf befreundet. Und auch mit seiner Ehefrau. Und da wir alle gerne grillen, gerne essen und gerne trinken, haben wir gedacht, so einen verrückten Spaß müssten wir uns mal erlauben. Mein Name ist Dieter Theiss, bin 46 Jahre, selbstständiger Dachdeckermeister und grille aus Spaß an der Freude. Habe mich hier beworben und das Glück gehabt, ausgewählt worden zu sein. Mein Name ist Markus Jönka. Mein Kollege Dieter Theiss hat mich mitbeworben, wo ich nichts davon wusste. Ich war völlig überrascht. Spaß an der Freude beim Grillen. Wir grillen öfters zusammen. Ja, das wäre. Ich bin die Manuela Poland, wir kommen aus Schönberg und das Mitmachen war eine ganz spontane Idee. Wir haben das per Zufall, oder ich habe es per Zufall im Internet gelesen und habe dann gedacht, ach, da bewerbe ich mich doch einfach mal und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich habe uns beim Grillwettbewerb angemeldet, da musst du jetzt durch. Ja, und wie der Chef sagt, dann machen wir da doch so. Ne? Ich bin der Andreas Poland, auch aus Schönberg, mit meiner Frau. Zusammen grillen wir öfters und das ist eben jetzt so das Ergebnis. Ja, ich bin der Mario. Wir kommen aus Wittlich und wir haben uns hier bei dem Kochen mit Herz Grillen Spezial angemeldet, da wir in unserer Freizeit sehr gerne grillen und auch gerne Zeit miteinander verbringen. Ja, ich bin der Patrick, komme auch aus Wittlich. Wie der Mario schon sagte, wir sind ein bisschen grillbegeistert und deswegen haben wir uns hierbei beworben, um hier auch nette Leute kennenzulernen, ein paar Neuerungen mitzukriegen, ein paar schöne Ideen zu sammeln und schöne Abende zu haben.